Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal und wir sind unterwegs auf der Version 1.35.0.62S. Jo, das ist das Beta-Update, von dem ich gesprochen habe. Von daher natürlich, wenn man es fahren will, wenig sinnvoll, da die Proma 240 zu installieren. Wie schon erwartet, funktioniert die ProMods nicht mehr, alles andere ist noch drin. Ja, und was fällt auf, wenn wir hier reinkommen? Karriereentwicklung. Das hatten wir, glaube ich, auch schon. Auflieger-Händler, LKW-Händler, das hatten wir alles schon drin. Fahrzeug 1, was? Einstellungen? Ach so, Einstellungen soll das. Ich wollte gerade sagen, was soll das sein? Fahrzeugeinstellungen, Auflieger-Aufrüstteile. Das ist offensichtlich alles so geblieben. Wir gucken mal nach, was wir hier für E-Mails bekommen haben. Zunächst mal neue Spezialtransporte. Hallo Chef. Weitere Unternehmen in Europa würden gerne ihre professionellen Fähigkeiten für einige Speziallieferungen in Anspruch nehmen. Wie beim letzten Mal, so gilt auch jetzt. Es wird nicht leicht, erfordert Geduld, Zusammenarbeit mit den Begleitfahrzeugen sowie besondere Sorgfalt. Aber ich schätze, daran fehlt es auch jetzt nicht, habe ich recht. Und vergessen Sie nicht, noch immer bringen diese Frachten höhere Einnahmen. Neben den derzeit verfügbaren Spezialaufträgen Nizza, Neapel, Palermo, bla bla bla, können Sie auch hier neue annehmen. So, und da kommen also einige Städte dazu, Linz, Berlin und so weiter und so fort. Müssen wir jetzt im Einzelnen nicht alles vorlesen, das ist schon mal soweit alles okay. Wollen Sie mit Ihrer Firma expandieren? Was kommt denn hier dazu? Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem bisherigen Fortschritt mit Ihrer eigenen Firma. Wir sind von dem Erfolg Ihres Unternehmens beeindruckt und würden Ihnen gerne einen neuen Service zur weiteren Expansion anbieten. Von nun an können Sie bei uns ganz einfach neue Immobilien erwerben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Immobilienseite. Los, machen wir mal. Kommen wir denn dahin? Aha. Guck mal an. Krakau. Das sind offensichtlich die, die wir haben. Bodensee. Okay. Klein, groß. Mal, das Coole ist jetzt 280.000, ja. Das ist mal eine coole Sache. Wir können hier tatsächlich direkt sämtliche Garagen kaufen, die vorhanden sind. Alter Falter, guck mal an. Das heißt, wir müssen die Dinger gar nicht mal anfahren. Wir können jetzt hier, ich sag mal, unsere Milliarden ausgeben. Haben wir genug davon. So. Achso, die wollen wir nicht. Die wollen wir so kaufen im Großformat. Jo. Mensch, das läuft ja wie geschnitten Brot, wa? Guck mal hier, da oben, die nehmen wir auch noch mit. St. Petersburg kaufen. Jawohl. Wobei natürlich hierbei jetzt so ein bisschen der Reiz weg ist, die überhaupt noch anzufahren. Kaufen. Ja. Komm hier, die oben, das Package machen wir noch weg hier. Ja, da sind wir jetzt mal ganz dreist. Ah ja, für Blöde steht es auch hier. Verfügbare Garagen, eigene Garagen. Ich meine, hier oben haben wir dann schon bald alles abgegrast, die drei noch. Aber man kann nicht mehrere gleichzeitig kaufen. Das ist ein bisschen. Und hier gehen die Kohle. Guck mal, sind immer noch 1,6 Milliarden. Wir haben so viel Kohle. Das können wir hier gnadenlos leisten hier. Ne? Das, aber das ist eine coole Sache natürlich. So. Nur so viel fehlt uns gar nicht mehr, ne? Wenn man das jetzt hier mal anguckt. Das da unten ist offen. Hier, das ist doch neu. Ich glaube, wir machen mal Folgendes. Wir sind ja leer. Wir gucken uns mal das Auftragsangebot an. Einmal den Frachtmarkt. Wir sind zurückgesetzt worden, natürlich nach Berlin. Da ist jetzt, ich habe die Mods übrigens noch drin vom Jessicat und so weiter. Also da ist jetzt nicht so viel aufregend Neues. Machen wir mal zu.
Geh mal auf den Ladungsmarkt und guck mal, was es dort Schönes gibt. Ob man da unten irgendwas. Gewicht der Ladung. Streckenlänge. Nach Rom in Italien. Das wäre schon mal was, dann sind wir schon mal hier. Das können wir eigentlich machen. 1134 Kilometer. So, ich habe mehr oder weniger mein gesamtes System neu aufgesetzt. Ich hoffe mal, dass mein Lenkrad noch aktiv ist. Lenkrad gerade rücken. Epsalala, oh ja. So, nach einem kurzen Crash sind wir wieder da. Ich bin jetzt mal auf meinen Beta-Account gegangen. Also mit Mods scheint sich das Spiel so nicht spielen zu lassen. Da muss man mal gucken, welche dafür zuständig ist. So, jetzt habe ich hier irgendwo meinen dummen Trailer rumstehen. Aber wo? Schon wieder. Also hier ist auf jeden Fall erstmal unsere Garage. Trailer gekauft. Der soll hier auch irgendwo rumstehen. Die Frage ist natürlich, wo? So, mal eben gucken. Ach so, das ist der Aufliegerhändler. Zu dem wollen wir nicht. Wir wollen zum jetzt bekloppt. Aufliegermanager. So, in Rotterdam. Konfiguration kopieren. Ah, das ist also neu. Man kann also, wenn ich den jetzt konfiguriert habe, kann ich das auf dem anderen Trailer natürlich kopieren, tauschen. Möchtest du dann aktuell wirklich durch einen Kuhladen? Nö, möchte ich erstmal nicht. Okay. Anpassen, verkaufen, Standort. So, Privatstellen. Ich möchte den jetzt aber irgendwie. Was ist denn das für einer? Ach, das war der. Ist doch auch irgendwie ein Mod gewesen, oder nicht? Oder täusche ich mich? Ach, der Stink steht in Bergen. Aha. Zurückschicken, Privatstellen anpassen. Zurückschicken. Ja. Okay. Und kann ich den jetzt nehmen? Jetzt nutzen. Nee, nach Bergen fahre ich jetzt nicht extra. Also es tut mir leid, du. Jetzt nutzen. Ja. So, jetzt haben wir ihn dran. Eine Fracht haben wir aktuell nicht bekommen, aber ich hatte ja gesagt, wir wollten mal hier irgendwie runterfahren. Oh, diese Map ist noch sowas von gähnend leer. Und zwar scheint das hier irgendwie neu zu sein. Was ist denn noch neu? Packs. Hier fehlt noch ein Stück. Das scheint. Oder ich täusche mich. Wir fahren da einfach mal hin. So, fahren wir. Und wie gesagt, wir sind jetzt hier im Original unterwegs. Wir haben jetzt hier, ich habe jetzt keine Mods hier drin. Das ist das Original Game. Das Einzige, was ich habe, die Reshade-Grafikverbesserung. So. Wir fahren mal. Ja, wie gesagt, der Crash eben war wohl durch die Mods geschuldet. Da muss man mal gucken, welche man rausnehmen muss und welche nicht. Könnte Sprit gebrauchen. So.
übrigens ein neues Headset dran. Dafür gibt es noch ein, ein Unboxing. Allerdings das Mikrofon benutze ich nach wie vor das alte. Ich hoffe, das funktioniert alles so. Und wir gucken jetzt mal, wo uns die Beta hinbringt. Muss sowieso mal gucken, was alles neu ist. Also auf jeden Fall erstmal wohl Kartenerweiterung, das sieht man unten. Ich meine, das wäre vorher nicht da gewesen. Ich muss es mir anschauen. Ich bin mir absolut nicht mehr sicher. Schlagt mich, tötet mich. Dann gucken wir mal, was sich hier SCS so schönes Neues ausgedacht hat, auf jeden Fall. Muss eben ganz kurz gucken. Man hat ja Deutschland, ja, Metz, Lüttich. Wir müssen mal, glaube ich, die Strecke ein bisschen ändern. Und zwar, wir fahren da. Wir fahren hier über Stuttgart, Monheim, Köln. Ja, mal so ein bisschen durch Deutschland durch, ne? Geräusche sind lauter geworden. Kann das sein? Alter, kannst du dich nicht früher einordnen? So ein Penner. Jetzt hier rumschleichen oder was? So, wir wollen gleich erstmal auch eine Runde tauschen. Ja, wie gesagt, mit den Geräuschen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Voll machen. Wir haben wieder so eine Mammut-Tour, ne? Von 2000 Schnips. Ja, fast 3000 Kilometer wieder, aber naja, was soll's. Können Sie auch nicht vernünftig einordnen. Hoppala, vielleicht werden wir bestimmt geblitzt. Ja, wie gesagt, hier sind jetzt außer dem Grafikmod sind hier keine weiteren Mods drin. Eingestellt. Ich fahre jetzt aktuell tatsächlich mit 60 FPS. Das ist schon erstaunlich, ja. Aber wie gesagt, das ist ja die Original-Map. Das ist nicht die Pro-Mod oder so. Na, was willst du? Ich muss rüber. Warum fährst du so langsam? Ja.
Man sollte gucken, wo man hinfährt. Und nicht danach, ob die Beifahrerin da ist. Es ist nämlich keine da. Weil ich den Mod gar nicht drin habe. Aber es gibt einen Mod, wo sich die Beifahrerin bewegt. Welcher das wohl ist. Und nicht so starr und steif da sitzt. So. Auf der Fall. Aber das ist das, was man hier jetzt gerade gesehen hat. Auf der Pro-Mod hätten wir schon längst ein Knöllchen gekriegt. Das ist hier halt nicht der Fall. Dann sehen wir, wenn wir gleich nach Deutschland reinkommen, was man eventuell so geändert hat. Viel zu schnell unterwegs, aber egal. Okay, wie gesagt, alle Mods sind noch nicht kompatibel, deswegen habe ich hier aktuell keinen drin. Dem Grafikding, der taut hin. Natürlich gestochen scharf, ne? Er hat uns geblitzt. Wie gesagt, Beta-Profil, deswegen haben wir hier nicht ganz so viel Kohle. Eigentlich müssten wir mal sehen, dass wir hier was reinkriegen. So. Boah, ich bin so aufgeregt. Weißt du was? Ich fahre die einfach mal hinterher. Kommt schon keiner. Ich glaube, ich überhole dich. Das ist mir nämlich arg langsam. Ja, also dass man hier natürlich so alle Garagen jetzt so kaufen kann, das ist natürlich schon ganz nice, ne? Sich dann die ganze Map aneignen. Wobei, dann hast du ja eigentlich gar keine Ziele mehr, ne? Haben die die Sounds geändert? Ich finde, das klingt irgendwie anders. Auf jeden Fall sind mehr Hopperlast drin. Ist auch nicht mehr ganz knusper, oder?
So, ich weiß aktuell überhaupt nicht, wo wir sind. Die Grenze sind wir jedenfalls noch nicht, oder? Hoppala. Das finde ich gar nicht so schlecht, diese Bodenschwellen, wobei die vielleicht ein bisschen heftig sind als die nächste. Das ist ja das, wenn du auf der Autobahn fährst, hörst du es ja auch, radadusch, radadusch, wenn du da so drüber fährst. Das war eigentlich immer so ein bisschen zu glatt, aber das sieht schon so, ja. Ja, süßte, damit ist die ProMod 240 dann auch wieder ad acta. Ich denke mal, das wird jetzt auch mit den ganzen Updates 1.35, das wird so schnell gehen. Dann ist die Version draußen. Man kennt es ja. Und dann warten wir wieder eine halbe Ewigkeit auf die neue ProMod. Und wenn die dann draußen sind, dann gibt es wieder Updates. Also, es ist eigentlich völlig unsinnig, für ein und dieselbe Version zwei ProMod zu entwickeln. Das sollte man immer auf die nächste gehen, finde ich. Meine Meinung. So, jetzt müssen wir mal gucken. Richtung Dortmund und Köln, siehste, da fahren wir jetzt hin. Wir haben wohl noch so eine komische Autobahn, das ist noch nicht gemacht worden. Stand da im Blingen an der Ems. Boah, es geht hier alles ganz flüssig, ne? Aber unser Scania zieht besser als eure, von daher nehmen wir das mal mit. Ich hätte vorher noch mal lesen sollen, was es alles Neues gibt in dieser Version. Wäre auf jeden Fall gescheiter gewesen. Ah, hier vorne ist wieder irgendwas am Laufen. Ich wollte gerade sagen, du kannst auch nicht blinken, oder? Ihr müsst hier nicht alle gaffen. Freunde, Freunde, Freunde. Was wird das hier, wenn es fertig ist? Sehr schön, solche Highlights. Wie gesagt, das kann nicht nur die ProMods. Das kann mittlerweile auch SCS sein. Das finde ich schön. So, ich
schmuggel mich mal hier zwischendurch. Du hast nämlich eigentlich links überhaupt nichts zu suchen. In deinem Wohnwagen. So, was willst du jetzt? Ach so, hier raus, ja? Okay. Warum? Ist das eine Alternativstrecke oder wie? Kollege, fahren wir einfach so raus, ja? Kann mir irgendeiner sagen, was das hier für eine komische Streckenführung ist? Verkehr scheint auch mehr zu sein. War schon alles ganz nice, Mensch. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, nee, ich habe ja keine Mods hier drin, den schon gar nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die entgegenkommenden Fahrzeuge sind jetzt auf jeden Fall lauter als vorher. Ich habe eine Arbeitsagentur entdeckt, na wie schön. Fahren auch zügig an. So, gefühlsmäßig wurde an der KI auch was gemacht. Die sind ein bisschen wacher. Könnten wir da vorne mal, glaube ich, hier mal rechts auf den Hotelplatz zum Pennen. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, glaube ich. So, wo ist denn das Hotelchen? Hier rechts? Ne, links. So, in diesem Sinne, ich würde sagen, ach nee, hier ist eine Werkstatt. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es euch Spaß gemacht hat, hier schon mal reinzugucken, so ein bisschen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht ihr den Daumen runter. Warum ist hier jetzt kein Schlaftrigger? Was ist denn das für ein Fuck? Okay. Na
würde ich mich selbstverständlich über Abos freuen. Und wenn ihr, alter Schwede, und wenn ihr zusätzlich noch die Glocke drückt, dann erfahrt ihr auch jedes Mal pünktlich, wenn es was Neues gibt. So, wir fahren das nächste Hotel mal an. Da konnte man irgendwie nicht schlafen, warum auch immer. Hat nicht funktioniert. Ja, mal gucken, wann die nächste Folge dann reinschneit von der Beta. Da kommen auf jeden Fall welche. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, wir sehen uns, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, in der nächsten Folge wieder. Ansonsten morgen früh um 5 gibt es natürlich wieder was. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao. Macht's gut.